dogs and powerful bears. Lange Verfolgungsjagden hielt er jedoch nicht durch. Vergleicht man die Länge des Oberarmknochens mit der des Unterarmknochens, fällt bei Tieren, die sich sehr schnell bewegen können, auf, dass der Oberarmknochen bedeutend kürzer ist als der Unterarmknochen. Beim Bärenhund ist das nicht der Fall. Bei ihm haben beide Knochen etwa die gleiche Länge. Und deshalb wissen wir, dass er einigermaßen schnell rennen konnte. Aber nicht so schnell wie ein Gepard oder ein Wolf. Dieses Tier konnte einen kurzen Spurt hinlegen, aber es war kein Hochgeschwindigkeitssprinter. Zur Fortbewegung sind nicht nur die Gliedmaßen wichtig, sondern der ganze Körper. Sehen wir uns an, wie sich Fleischfresser bewegen. An den Wirbeln des Rückgrats zeigen die vorderen Dornfortsätze nach hinten und die hinteren nach vorn. Irgendwo muss es einen Übergang geben, und dieser Punkt ist hier. Diesen Wirbel nennt man antiklinalen Wirbel. Dieser Wirbel bedeutet, dass das Tier eine einigermaßen biegsame Wirbelsäule hatte und sich schnell bewegen konnte. Tiere mit beweglicher Wirbelsäule können schnell laufen. Bei Katzen oder Hunden findet man sehr kleine antiklinale Wirbel. Beim Bärenhund ist er nicht so klein. Es handelt sich um ein Tier, das rennen kann, aber nicht so schnell wie eine Katze oder ein Hund. Er konnte nicht so schnell rennen wie das gazellengleiche Zwergkamel oder das dreizehige Pferd von damals. Er hat seiner Beute wahrscheinlich hinter Büschen aufgelauert. Er trieb ein Tier von der Gruppe weg, schlug es nieder und tötete es. Über lange Distanzen war er langsamer, wie ein Löwe, der auch nicht mit einem Zebra oder Gnu mithalten kann. In dieser Hinsicht glich der Bärenhund dem heutigen Löwen. Ein Exkurs in die afrikanische Savanne kann Aufschluss darüber geben, wie dieses urzeitliche Multitalent funktionierte. Tiertrainer und Zoologe Dave Salmoni hat mit den gefährlichsten Raubtieren der Welt gearbeitet. Er hat hautnah miterlebt, wie große Raubtiere wie Löwen in freier Wildbahn jagen. Es ist ein großer Unterschied, ob man mit einem Löwen oder mit einem Bären arbeitet. Ein Löwe ist ein echtes Raubtier. Er ist ein opportunistischer Jäger und hält ständig Ausschau nach der nächsten Beute. Es deutet alles darauf hin, dass der Bärenhund aus dem Hinterhalt jagte. So macht es auch der Löwe, wenn er allein jagt. Er liegt lauernd da und wartet und hat dabei nur eines im Sinn. Ist das etwas zum Fressen? Und wie kann ich es töten? So war auch der Bärenhund. Der Bärenhund war sehr groß und hinreichend schnell. Aber diese Schnelligkeit hielt er nur kurze Zeit durch. Um dieses enorme Gewicht zu bewegen, war eine Menge Energie nötig. Er versteckte sich irgendwo und lauerte. Wenn er sicher war, dass er das Tier innerhalb von 6 Metern zu fassen kriegt, griff er an. Wie aus der Pistole geschossen, springt er das Beutetier an. Bevor es weiß, wie ihm geschieht, liegt es schon am Boden. Hat er seine Zähne in das Fleisch gebohrt, ist es zu spät. Kein Tier entkommt da mehr. Es wird gefressen. Als das Terminatorschwein ausgestorben war, begann der Bärenhund, den Kontinent zu beherrschen. Nichts konnte ihn mehr aufhalten. Er musste nur andere Bärenhunde fürchten. Männliche Tiere fochten untereinander Revierkämpfe aus und stritten sich um die Weibchen. Alle Fleischfresser tragen Revierkämpfe aus, auch der Bärenhund. Sicher ist auch, dass sie einen sogenannten Sexualdimorphismus zeigten. Das heißt, männliche Tiere unterschieden sich deutlich von weiblichen. Bei den Bärenhunden waren die Rüden größer. Die Männchen konkurrierten vermutlich um die Weibchen. Reviernachbarn kämpften gelegentlich um Weibchen. Verlierer war meist wohl der Jüngere oder Kleinere, auf jeden Fall aber der Schwächere. Gewöhnlich endete ein Kampf mit dem Tod des Verlierers.
Trafen zwei gleich große Bärenhunde aufeinander, war es wahrscheinlich ein beeindruckender Kampf, der mit ernsthaften Verletzungen endete. Außer seinen eigenen Artgenossen hatte der Bärenhund wenige Rivalen. Sein Lebensraum war sicher. Er lebte als uneingeschränkter Herrscher über die Landschaft des Miozän und konnte sich aus dem überreichen Nahrungsangebot bedienen. Doch er hatte eine Schwachstelle. Er war kein Teamplayer. Er jagte allein. Für Tiere, die im Rudel jagten, war die Nahrungssuche sicherer und damit auch das Überleben der gesamten Art. Dieses Tier, das in Nordamerika lebte, ist ein Vorfahre der heutigen Hunde und Wölfe. Sein zoologischer Name ist Epizyon. Man könnte ihn als Urhund bezeichnen. Es handelt sich um wolfähnliche Kaniden. Und der größte seiner Art war vermutlich größer als der heutige Wolf. Epizyon war als Raubtier spezialisierter als der Bärenhund. Er hatte kräftige Kiefer mit rasiermesserscharfen Schneide- und Eckzähnen. Seine Backenzähne konnten Knochen zermalmen. Er war ein reiner Fleischfresser und das Töten seine Lebensform. Und er besaß eine weitere wichtige Eigenschaft. Epizyon war im Unterschied zu Amphizyon vermutlich ein Rudeltier. Damit waren die Urhunde bei einer Konfrontation mit dem Bärenhund taktisch im Vorteil. Wenn Tiere in einem Gebiet einige Millionen Jahre zusammenleben, bleibt es nicht aus, dass sie sich gelegentlich über den Weg laufen. Ich denke, beide Tiere haben sich mehr oder weniger gemieden. Aber sie haben sicher dasselbe gefressen und sich daher ab und zu getroffen, wenn einer dem anderen ein totes Beutetier abjagen wollte. Sie haben aufeinander reagiert und man kann vielleicht sagen, sie haben sich gegenseitig genervt. Genau wie heute im Yellowstone-Nationalpark. Dort gibt es Bären und Wölfe. In der Art war auch die Beziehung zwischen Bärenhund und Urhund. Heutige Wölfe jagen im Rudel und reißen auch Tiere, die erheblich größer sind als sie selbst. Der Bärenhund, als einzelgängerischer Tyrann der Urzeit, geriet bei den Urhunden an eine ganze Gang. Für den Zweikampf mit einem großen Beutetier war der Bärenhund besser ausgerüstet. Doch ein Rudel Urhunde konnte ihn leicht von seiner erlegten Beute verscheuchen. Der Bärenhund war etwa doppelt so groß wie Epizyon und er wäre in der Lage gewesen, ihn mit einem einzigen Prankenhieb zu töten. Doch einem Angriff mehrerer Urhunde war er nicht gewachsen. Sie waren ihm zahlenmäßig überlegen. Urhunde konnten einem Bärenhund sehr leicht die Beute abjagen, wenn ihr Rudel groß genug war. Dieser Meute fleischfressender, aggressiver Herdentiere stand Amphizyon ganz allein gegenüber. Paläontologen haben Beweise dafür gefunden, dass kleinere Bärenhundarten sich Höhlen und Schlupfwinkel gruben, wo sie ihren Nachwuchs zur Welt brachten und aufzogen. Wenn das auch der große Bärenhund tat, war es möglicherweise ein tödlicher Fehler. Tierbehausungen liefern Paläontologen sehr aussagekräftige Hinweise. Eine Höhle gibt Aufschluss darüber, wie das Tier sich und seine Jungen schützt. Die Bärenhündin hatte vermutlich 2 bis 4 Welpen pro Wurf. Sie grub sich eine Höhle oder benutzte den Bau eines anderen Tieres als Versteck für ihre Welpen, während sie jagte. So waren die Jungen in Sicherheit vor anderen Raubtieren, die auf die Kleinen Appetit haben könnten. Vielleicht suchten die Urhunde auch gezielt nach den schutzlosesten Mitgliedern der Spezies Bärenhund, den Welpen.
Die Evolution kennt keine Tierschutzgesetze. Ein heutiges Beispiel für dieses grausame Verhalten ist der Wolf. Er hat eine Reihe von Nahrungskonkurrenten, darunter Kojoten. Doch der Wolf ist nicht schnell genug, um sie zu jagen. Deshalb greift er deren Welpen an. Wölfe graben sogar Höhlen auf und töten die Jungen in Anwesenheit der Elterntiere. Diese versuchen zwar, die Jungen zu verteidigen, aber bei 5 oder 6 Wölfen ist das ziemlich hoffnungslos. Die Wölfe fressen die Jungen nicht, sie töten sie nur, um Konkurrenten auszuschalten. Konkurrenz gehört bei Fleischfressern einfach dazu. Sie dient der Evolution und der Umwelt. Dieses Verhalten der Raubtiere war sehr wichtig für ihre Entwicklung. Dazu gehört das Abjagen toter Beutetiere und das gegenseitige Töten von Welpen oder auch erwachsenen Tieren.